Pseudomonas aeruginosa, Krankenhauskeim im heimischen Trinkwasser. Der als Krankenhauskeim bekannte Erreger Pseudomonas aeruginosa kommt häufig auch im Trinkwasser vor. Bei dem Kontakt zwischen belastetem Wasser und einer Hautverletzung kann der Keim zu Hautinfektionen führen. Die Gefahr, sich mit den Bakterien zu infizieren, ist im Krankenhaus unweigerlich höher, da hier bei intubierten Patienten, Katheterpatienten oder nach OPs mehrere Gefahrenstellen für den Menschen vorhanden sind. Pseudomonaden gelten als robust gegenüber Antibiotika. Dies erschwert eine mögliche Behandlung. Nun können endlich auch Privathaushalte ihr Wasser auf diesen gefährlichen Keim untersuchen lassen. Die spezielle Wasseranalyse auf Pseudomonas aeruginosa ermöglicht die schnelle Probenahme und Analyse. Zum Schutze der Gesundheit und zur Kenntnis der heimischen Wasserqualität das eigene Trinkwasser jetzt professionell untersuchen lassen. Die Wasseranalyse und weitere Informationen erhalten Sie unter wasseranalyse-trinkwasseranalyse.de.